Mein Bedürfnis, dass wir mit der Kamera durch die Welt ziehen, wird immer stärker. Dass wir weiße Flecken auf der Karte entdecken, über die andere hinweggehen. Dass wir über die berichten, deren Schreie sonst nicht zu hören sind. Von den Urwäldern des Amazonas, über die Eisfelder Sibiriens bis hin zum südchinesischen Meer bin ich immer wieder den um ihr Überleben ringenden Minderheiten begegnet. Auf der Flucht vor der Tyrannei, vor seelischer und leiblicher Not. Ich hatte Anteil am wunderbaren Fischfang der Bibel. Mit französischen und deutschen Ärzten an Bord suchten wir mit der Kap Anamur auf teils spiegelglatter, teils stürmisch aufgewühlter See nach versprengten Booten zwischen Vietnam und Singapur. In winzigen Booten zusammengepfercht, haben sich Tausende den Gefahren des Meeres ausgesetzt, weil sie in ihrer Heimat wegen ihrer Weltanschauung oder ihrem Glauben verfolgt wurden. Ich bin hier auch ganz gewöhnlichen, namenlosen Menschen begegnet, die fähig waren, aus der Enge ihres Alltags herauszutreten, um den Notleidenden die Hand zu reichen. Tình con.